Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu TV Berlin Aktuell. Intensive Wirtschaftsbeziehungen, kultureller Austausch, politische Zusammenarbeit. Enge Kontakte zwischen den Ländern Europas sind heute gang und gäbe. Und so soll es auch bleiben. Den europäischen Gedanken zu pflegen, ist darum Anliegen der Deutschen Gesellschaft e.V. Seit mittlerweile 8 Jahren ehrt die Organisation Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um die deutsch-deutsche als auch europäische Verständigung verdient gemacht haben. In diesem Jahr geht der Preis an Jean-Claude Juncker, den kürzlich zurückgetretenen Premierminister Luxemburgs. Der Traum von Europa, Jean-Claude Juncker, hat ihn stets gelebt. Neben seiner Landessprache spricht er auch Französisch und Deutsch. Der luxemburgische Premierminister gilt als Vater des Euro, als Mitunterzeichner des Maastricht-Vertrages und Vorsitzender der Eurogruppe von 2005 bis Anfang 2013 ist für ihn klar, warum wir den Zusammenhalt in Europa brauchen. Und die brauchen wir wegen der schlimmsten europäischen Erfahrungen, die wir im 20. Jahrhundert gemacht haben, und auch wegen der Notwendigkeiten, die sich aus den Problemen herleiten, die sich in Zukunft stellen werden. Wir werden immer weniger, wir werden wirtschaftlich schwächer im Weltmaßstab, und deshalb brauchen wir Europa. Für sein Engagement hat ihn die deutsche Gesellschaft nun ausgezeichnet. Lothar de Maizière, Ministerpräsident AD, überreichte die Metallskulptur, das Buch mit 7 Siegeln. Juncker sei nicht nur Wegbereiter, er habe auch als Krisenmanager um die Existenz der Gemeinschaftswährung gekämpft und verbreite Aufbruchsstimmung, so die Gesellschaft. Ich habe in den letzten Jahren das Wirken von Jean-Claude Juncker genau verfolgt, und ich glaube, er ist der überzeugteste Europäer, den ich kenne, und er vor allen Dingen in der Lage ist, über die Interessen seines eigenen Landes hinaus Europa im Blick zu haben. Und den Deutschen auch zu sagen, hört auf zu lamentieren, Europa ist ein großartiges Projekt und der Euro ist ein großartiges Projekt, das müssen wir unterstützen. Unter den zahlreichen Gratulanten befanden sich auch Finanzminister Wolfgang Schäuble und Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Manfred Stolpe. Wir Brandenburger, wie alle ostdeutschen Länder, sind ja 1990 nach Europa eingerückt worden oder eingerückt und haben Unterstützer gebraucht. Und Juncker war von Anfang an jemand, der uns mit offenen Armen empfangen hat und der mitgeholfen hat, dass wir vernünftige, gleichberechtigte Bedingungen in diesem Europa gefunden haben. Doch woher kommt die Europabegeisterung des Preisträgers? Juncker hat dafür eine einfache Erklärung. Das kleine Land Luxemburg, in dem er noch Premierminister ist, grenzt an Frankreich, Belgien und Deutschland. Wer so viele Nachbarn hat, der habe auch ein besonderes Interesse am Aushandeln von Kompromissen. Ich bin für Regulierung statt Strangulierung, brachte Juncker es einst auf den Punkt. Humor hat er neben seinem politischen Talent nämlich auch noch. Und nun weitere Meldungen im Kurzüberblick. Rund 24.000 Menschen in Berlin haben laut einer neuen Studie keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Wie das Diakonische Werk am Freitag mitteilte, geht die Zahl auf Berechnungen der Hochschule Koblenz zurück. Die Betroffenen sind seit mindestens 3 Jahren überwiegend arbeitslos und weisen mindestens 4 Vermittlungshemmnisse auf. Dazu zählen Arbeitslose, die älter als 50 Jahre alt sind, Alleinerziehende, pflegende Angehörige oder Menschen mit Migrationshintergrund. Mehreinnahmen. Das Land Berlin kann wegen der guten Wirtschaftslage bis 2015 mit zusätzlichen Steuereinnahmen in Höhe von 678 Millionen Euro rechnen. Das ergab die aktuelle Steuerschätzung der Finanzverwaltung. Neue Spielräume für Ausgaben sieht Finanzsenator Ulrich Nussbaum aber nicht. Weil in Berlin weniger Menschen leben als lange angenommen, muss das Land für das vergangene und das laufende Jahr 940 Millionen Euro an die anderen Bundesländer zurückzahlen. Drohender Lehrerstreik. Der Landeselternausschuss fordert Senat und Gewerkschaft zu einer raschen Einigung in Sachen Lehrerbesoldung auf. Es müsse wieder ein halbwegs normaler Unterrichtsbetrieb möglich sein, so die Forderung im Hinblick auf weitere drohende Streiks. Der GEW-Landesbezirksvorstand wird voraussichtlich am kommenden Montagabend über weitere Arbeitsniederlegungen angestellter Lehrer entscheiden. Erst Ende Oktober hatten zuletzt 2000 angestellte Berliner Lehrer einen Tag lang ihren Unterricht ausfallen lassen, um Tarifverhandlungen zu erzwingen. Wozu viel Geld im Fitnessstudio lassen? Trainieren kann heutzutage jeder auch mit DVDs oder Online-Kursen. Doch ob das tatsächlich billiger ist und worauf man achten sollte, erfahren Sie heute im letzten Teil unserer Fitness-Serie. Fitness per Mausklick. Tamara Bilic stellt Ihnen ein Programm vor. Fürs Online-Programm Size Zero braucht man nicht viel.
ein wenig Platz im Wohnzimmer, eine Matte und zwei Hanteln und schon kann es losgehen. Und natürlich ein Laptop, denn dort wird erklärt, wie das Ganze funktioniert. Da drin steht dir dann zur Verfügung beispielsweise dein Trainingsplan oder deine Trainingspläne, weil es gibt ja mehrere für die Woche, du musst ja 5-mal Sport machen. Dann stehen deine Ernährungspläne dir zur Verfügung. Dann gibt es zu jedem Trainingsvideo auch eine, also das heißt ein Workout-Video, so wie das Workout gemacht wird. Und dazu wird dir noch eine Workout-Erklärung gedreht. Das heißt, dir wird wirklich vorher erklärt, was darfst du nicht, wie soll das perfekt ausgeführt werden, damit die Verletzungsgefahr einfach minimiert wird. Für 300 Euro ist das Programm Size Zero im Internet zu kaufen. Es verspricht, dass man innerhalb von 10 Wochen deutliche Ergebnisse sieht, durch Sport und Ernährungsumstellung. Entwickelt wurde das Programm von Julian Ziedlow, der als Kind selbst übergewichtig war. Mit seinem 10-Wochen-Programm, was es auch für Männer gibt, trainiert man 5-mal die Woche. Es ist ein Fitness-Lifestyle. Wenn du 1A aussehen willst, wenn du aussehen willst wie Bikini-Models im Fernsehen oder die Super-Sixpack-Typen Cristiano Ronaldo und wie sie alle heißen, dann musst du dafür leben auch irgendwie und das in dein Leben integrieren. Aber viele sagen oder würden sagen, aber ich habe ja dann gar keine andere Zeit mehr für was anderes und so weiter. Das ist totaler Käse. Dein Leben bildet sich darum. Schön und gut, aber ob man das Online-Programm wirklich 10 Wochen lang durchziehen kann, hängt bei jedem von seinem inneren Schweinehund ab. Das schöne Geschlecht muss nicht unbedingt weiblich sein. Schicke Männer am laufenden Band konnte man am vergangenen Abend auf dem Teppich des GQ Awards sehen. Bereits zum 15. Mal wurde die Auszeichnung des Männermagazins Gentleman's Quarterly an Persönlichkeiten aus dem internationalen und deutschen Show- und Musikgeschäft in der Komischen Oper verliehen. Donnerstagabend war es mal wieder soweit. Schaulaufen auf dem roten Teppich. Deutschlands Männer des Jahres wurden wieder mal gekürt. Und da durfte Frau natürlich auch nicht fehlen. Die GQ, Deutschlands Fashion-Bibel für alle, die in sein wollen, kürte wieder mal die Großen der Zunft und eins verblüffte. Allein in 7 Kategorien von immerhin nur 10 räumten internationale Stars den Deutschen die Preise vom Tisch. Darunter auch noch 2 Frauen. Braucht Deutschland etwa neue Männer? Gehen uns am Ende etwa die Stars aus? In der Kategorie Sport sahnte der FC Bayern München ab. Tom Schilling bekam den Preis in der Kategorie Film National und Götz-George für sein Lebenswerk. Das war's dann auch schon. Joko Winterscheid, der letztes Jahr den Preis entgegennahm, durfte nur noch durch den Abend führen und hatte sichtlich seinen Spaß, als David Beckham seinen stilsicheren Preis bekam. Super. David Beckham, thank you very much. Frauenpower beim Männerpreis stellten Kylie Minogue und Anastasia unter Beweis. Letztere bekamen den Award für ihr Engagement gegen Brustkrebs. Und Frau Minogue einfach nur, weil sie eine Gentlewoman sei, was das auch immer ist. Letztlich faszinierten wieder mal die internationalen Stars wie Jean-Paul Gaultier mit seinen Deutschkenntnissen. Only I know to say, Winterschluss verkauft. That's the only thing I know to say. So it will be. Und das wiederum passt ja auch zur Jahreszeit, naja, ein wenig eher zur Preisverleihung, denn der Männerschlussverkauf hat offenbar gerade erst begonnen. Und nun zum Wetter. Und das bietet beste Voraussetzungen für eine handfeste Erkältung. Hier die nasskalten Aussichten. Heute Nacht zieht ein mäßiges Wolkenband über die Stadt und somit bleibt es trocken. Die Tiefstwerte fallen auf 7 Grad. Der Samstag zeigt sich meist stärker bewölkt und nur gelegentlich gibt es etwas Sonne. Dazu weht ein leichter Wind aus Südwest und die Tageshöchstwerte liegen bei 12 Grad. Die Aussichten: Es wird eher unbeständig. Sonntag und Dienstag wechseln sich Sonne und Regen ab, während am Montag sich die Wolkendecke lockert und es trocken bleibt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dabei konstant knapp unter der 10-Grad-Marke. Und das war es soweit aus der Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Tschüss und machen Sie es gut.